Highway TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark, heute mit diesen Themen. Sommerzeit, so schützen Sie sich am besten vor UV-Strahlen. Eine Vernissage für Kinder im Kutz. Safety Tour, Landesfinale im Franz-Wegede-Stadion. Ring Festival, der Secret Headliner steht fest. Bergfieber, ein neuer Shop für Alpinisten in der Böhlerstadt. Die letzten Music X Days mit Tres Alegrias. Im Sport begibt sich unsere Julia Felser heute aufs Floorballfeld. Und im Rockblock ist heute die Band Wasabi zu Gast. Eine angenehme sommerliche Woche wünsche ich Ihnen und sage Hallo und herzlich willkommen bei HiBe TV, Ihrem Infotainment-Sender aus der Obersteiermark. Ja, die Sonne hat sich heuer ja leider noch nicht allzu oft blicken lassen. Darum genießen wir umso mehr die wenigen Sonnenstunden. Ja, aber Vorsicht ist geboten. Die UV-Strahlen, die bringen nämlich auch Gefahren mit sich. Der richtige Sonnenschutz ist entscheidend, um unangenehme Sonnenbrände zu vermeiden. Aber was ist der ultimative Sonnenschutz? Wir haben nachgefragt. Also eines ist klar, der nächste Sommer steht vor der Tür und damit verbunden der Wunsch nach Urlaub, Freizeit und endlich Sonne. Hinaus in die Natur und die warmen Sonnenstrahlen genießen, auch wenn dieser Genuss durchaus Gefahren mit sich bringt. Gefahren, die keinesfalls zu unterschätzen sind. Jährlich erkranken in Österreich etwa 2000 Menschen an Hautkrebs, 400 sterben daran. Dabei könnten in unserem Zeitalter viele dieser Erkrankungen verhindert werden. Durch eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen, sei es durch eine optimale Bekleidung oder aber auch durch unzählige Sonnencremes und andere Hautschutzprodukte, lassen sich gefährliche Erkrankungen unseres größten Sinnesorganes vorbeugen und vermeiden. Die Haut sollte auf jeden Fall auf die Sonne vorbereitet werden. Man sollte sich nie intensiver Sonnenstrahlung aussetzen ohne Schutz. Auch die Sonne über die Mittagszeit absolut meiden. Wenn man jetzt in die Berge geht, ans Meer oder in den Tropen einen Urlaub plant, unbedingt einen sehr hohen Schutz verwenden bis hin zu einem Sonnenblocker. Vor allem nach Operationen bei Narben, Muttermalen sollte wirklich ein Sonnenblocker auch verwendet werden. Weiters ist zu bedenken, dass neben dem Sonnenschutz auch darauf zu achten ist, dass dieser gut verträglich ist, die Haut sehr viel mit Feuchtigkeit versorgt wird, also wirklich auch viel pflegen und dass man auch die Haut von innen vorbereitet. Es gibt gewisse Radikalfängerkombinationen aus sekundären Pflanzenstoffen, Vitamin C, E, die eben die Haut vor diesen freien Radikalen schützen. Die werden eben durch die Sonneneinstrahlung vermehrt gebildet und führen auch zu bösartigen Veränderungen. Doch nicht nur unsere Haut ist im Sommer vermehrt gefährdet. Die schädliche UV-Strahlung der Sonne hat auch Auswirkungen auf unsere Augen. Das Hauptproblem ist die Bindehaut. Hier treten in erster Linie Bindehautentzündungen auf. Und im zweiten ist auch die Netzhaut ganz ein wichtiger Faktor. Die gehört geschützt, weil eben das gesamte Spektrum des Lichtes durch die Augenlinse fokussiert wird auf die Netzhaut. Und diese sollte durch einen guten UV-Schutz geschützt sein. Damit ist also klar, dass eine gute Sonnenbrille nicht nur ein modisches Accessoire ist, sondern ganz nebenbei auch zum Schutz unseres Augenlichtes beiträgt. Aber nicht nur für den Sonnenanbeter unter uns ist ein zu langer Aufenthalt unter dem umgangssprachlichen Glutmuggel gefährlich. Viele Menschen sind in ihrem Berufsleben täglich der gleißenden Sonne ausgesetzt. So zum Beispiel Bauarbeiter. Auf einer Baustelle ist es nicht immer möglich, einfach in den schützenden Schatten zu treten, da es hier gilt, Fristen und Termine einzuhalten. Dabei ist die UV-Belastung hier besonders hoch. Sonnenspiegelungen gibt es auf Baustellen durch Metall- oder beschichtete Glasoberflächen und natürlich auch durch die Reflexionen auf dem Asphalt. Für die Profis am Bau ist aber vollkommen klar, dass man sich hier schützen muss. Wir bekommen auf jeden Fall von der Firma unsere Sonnencreme beigestellt. Mineralwasser, also Getränke sind da, Schutzbrillen, also Sonnenbrillen. Dann die Kleidung, sofern es jeder vertragt, kommt das an. Alle vertragen es nicht so, also man zieht sich aus, aber man wird es gewohnt mit der Zeit. Wie auch immer Sie heuer den Sommer verbringen, ob auf einer Baustelle oder vielleicht doch auf einer einsamen Insel, genießen Sie die wärmste Zeit des Jahres, entspannen Sie sich, aber vergessen Sie bitte nicht darauf, sich ausreichend zu schützen. We'll be right back.
Energieberatung, E-Mobilität, Redzack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr. Lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Opa, du kochst mir doch immer mein Lieblingsgericht. Nimmst du dafür auch die richtigen Töpfe? Na sicher. Der Topf oder die Pfanne darf nie größer oder kleiner als die Herdplatte sein. Da geht sonst viel zu viel Energie verloren. Und außerdem soll man immer einen Deckel auf die Töpfe geben. Auch da kann man Energie sparen. Ich habe mich informiert. Mein Opa, immer für eine Überraschung gut. Eine Vernissage der anderen Art hat kürzlich im Kulturzentrum Kapfenberg stattgefunden. Die geladenen Gäste waren nämlich ausschließlich Kinder. Kein Wunder ist das Thema der Ausstellung doch alte Spiele, Old Games. Ja, und wie Sie sich vorstellen können, da ging's so richtig rund. Viel Spaß auch Ihnen zu Hause beim Zusehen. Im Kapfenberger Kulturzentrum wird derzeit gespielt, gespielt und nochmals gespielt. Zahlreiche Stationen laden dazu ein, alte Spiele neu oder wieder zu entdecken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder auch die alten Spiele spielen. Und da sind wir Eltern dann immer gefordert, dass wir sozusagen diese Spiele, die wir von unseren Eltern gelernt haben, auch weitergeben. Und da kann ein altes Spiel wie der Klassiker Mensch ärgere dich nicht auch durchaus ein wenig aufgepeppt werden. Mensch ärgere dich nicht auf der Treppe. Das heißt also sozusagen, sie verwandeln sich in die Spielfiguren und die Treppe ist dann das Spielfeld und da muss man dann sozusagen bis nach oben kommen und da hat man sozusagen die Herausforderung, selber Spielfigur zu sein, sich zu überlegen, Strategien, wie komme ich da ganz nach oben. So stellt das Spielen eine der wichtigsten Lernformen überhaupt dar. Auch die UN-Kinderrechtskonvention betont den Wert des Spiels und Spielens für jedes Kind. Spielen ist so alt wie die Menschheit. Ich denke, das hat man immer schon gemacht mit großer Freude. Man hat aber jetzt vergessen, dass man zum Spielen Zeit braucht, dass man nicht alleine spielen soll, sondern mit vielen Freunden. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass Spielen Spaß macht, Lust auf Neues entdecken, vielleicht auch auf Geschicklichkeit oder sich etwas merken. Gibt auch einen großen pädagogischen Hintergrund bei vielen Spielen. Spielerisch legt man mit dieser Ausstellung auch die Brücke zur Kultur. Die Kinder haben keine Ängste vor Kunst und Kultur. Und ich glaube, spielerisch das kennenzulernen, das prägt bis ins hohe Alter und das bleibt letzten Endes auch erhalten. Bis 9. August kann im Kulturzentrum noch gespielt werden. Alte Spiele, Old Games, eine interaktive Ausstellung für wirklich alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Brucker Hauptplatz verwandelt sich wieder in die größte Sandkiste der Steiermark. Beach an der Mur ist das Highlight im obersteirischen Sportkalender und wird in diesem Jahr vom 22. bis 28. Juni über die Bühne gehen. 6 Freitage, 5 Bühnen, 30 Live-Acts. Auch in diesem Jahr findet die beliebte Musikreihe Six in the City in den Kapfenberger Innenstadtlokalen statt. Den Auftakt gibt's am 26. Juni um 18 Uhr. Am 27. Juni heißt es in der Porubski-Halle Leoben We Love White. Die Besucher erwartet Live-Musik, DJs und mehrere Bars. Der Dresscode weiß ist natürlich Pflicht. Los geht's um 20 Uhr. Weiblichkeit, Charme, Natürlichkeit und sehr viel Musikalität gibt es am 27. Juni am Brucker Schlossberg. Die drei Schwestern von Dornrosen beschäftigen sich in ihrem Programm unverblümt mit dem Schwesterndasein und dem angeblich modernen Frauenleben. Beginn ist um 19 Uhr. Ritterkämpfe, Gauklerspektakel, Greifvögelflugschau. Das und noch vieles mehr erwartet die Besucher auch heuer wieder beim bereits traditionellen Ritterfest in Kapfenberg.
tauchen Sie ein in die farbenfrohe Welt des Mittelalters am 27. und 28. Juni auf der Burg Oberkapfenberg. Das Franz-Fekety-Stadion war auch heuer wieder Austragungsort des Landesfinales der Safety-Tour. 14 steirische Schulen kämpften um den Einzug ins Bundesfinale. In Bruck wurde das Geheimnis um den Secret-Headliner beim diesjährigen Ringfestival gelüftet. In Kapfenberg ist mit einem neuen Shop für Alpinisten nun das Bergfieber ausgebrochen. Und die Music X-Days geben wehmütig ihren Abschied bekannt. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer Region im Fokus. Es ging heiß her beim großen Landesfinale der Safety Tour im Franz-Fekete-Stadion. In 6 Einzelbewerben mussten die Volksschüler ihr Wissen über Sicherheit und Unfallvermeidung sowie ihre Teamfähigkeit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die Safety Tour ist ein vom österreichischen Zivilschutzverband und seinen Landesorganisationen veranstalteter Sicherheitswettbewerb für Kinder im Alter von 10 Jahren. Geübt wird dabei das richtige Verhalten in Notsituationen. Das Wort Sicherheit ist ja für die Kinder von auch wichtiger Bedeutung. Man macht ja das als Elternteil genauso, dass man den Kindern etwas auf den Weg mitgibt, dass sie wissen, wo sind die Gefahren dieses Lebens. Und mit dieser Tour lernt man das in spielerischer Form, das noch besser. Und Dankeschön natürlich an den Zivilschutzverband, der das hervorragend immer organisiert, mit vielen, vielen Helferinnen und Helfern. Die Gruppen haben eifrig zu kämpfen, aber wenn man jetzt sieht, bis zum Schluss, sie halten durch, sind perfekt in Laune und die Stimmung passt. Ja, und am Ende kann es eben nur einen geben. Die Volksschule St. Peter am Kammersberg wird die Steiermark am 16. Juni beim großen Bundesfinale in Wien vertreten. Wir drücken die Daumen. Eine der angesagtesten deutschsprachigen Rockbands. Den Veranstaltern des Ringfestivals ist es gelungen, diese Topstars als Headliner ins Boot zu holen. Somit ist die Katze aus dem Sack. Die Überraschung ist absolut gelungen, denn Jennifer Rostock gilt als eine der besten Livebands im deutschsprachigen Raum. Am 12. September werden sie es in Bruck einmal mehr unter Beweis stellen. Mit dem Headliner ist das Line-Up jetzt komplett und auch die Organisation läuft nach Plan. Wir haben über 600 Karten bis jetzt schon verkauft. Ab jetzt kosten die Tickets dann 45 Euro das Stück. Aber wenn man sagen muss, dass Jennifer Rostock allein schon über 30 Euro kostet. Also wir haben da trotzdem, glaube ich, einen guten Preis für die Kunden und für die Besucher. So, prinzipiell läuft alles sehr gut bis jetzt, es läuft alles nach Plan und am 12. September, wie gesagt, erwartet die Brucker was ganz Großes und ich hoffe, wir kommen alle. Neben Musik vom Feinsten wird dem Publikum so einiges geboten. Skolka ist natürlich der Voting-Gewinner aus dem Weinviertel, eine 8-köpfige Band, ist auch schon relativ bekannt in Österreich. Die werden den Opener machen und auch schon kräftig Gas geben. Und Jennifer Rostock als Hauptact, wie gesagt, die Monster Sound, Zipfer Sound. Es gibt auch noch Entertainment rund um den Hauptplatz oder am Hauptplatzgelände, eigentlich in jeder Ecke. Für Stimmung ist also bestens gesorgt. Das Ringfestival ist für alle Rockliebhaber ein absolutes Muss. Es wird den Brucker Hauptplatz zur größten Rockbühne in der Obersteiermark werden lassen. Es ist wohl sowas wie die erste Adresse am Platz, die sich Christian Nossack ausgesucht hat, um sein erstes Geschäft zu eröffnen. Bergfieber am Europaplatz. Im ersten Moment passt das vielleicht nicht so recht zusammen. Aber wenn man den stylischen Verkaufsraum betritt, wird vieles klar. Hier gibt's alles für den Berg. Und das mit kompetenter Beratung. So wie man da sieht, vom Kletterer über den Wanderer bis zu ja, hochalpinen Ausrüstung bieten wir eben die Sachen an. Warum gerade hier in Kapfenberg? Ich bin Kapfenberger, also bin jetzt 43 Jahre alt und lebe seit 43 Jahren in Kapfenberg und da war es einfach für mich naheliegend. Ich bin meiner Heimatstadt sehr verbunden ja, und darum Kapfenberg. Ja.
Ja, und wenn das kein gutes Omen ist? Ein Kapfenberger eröffnet in Kapfenberg sein erstes Geschäft. Und das gleich an einem der bestfrequentierten Plätze der Stadt. Es ist tatsächlich so, diesen Übergang wären täglich 9000 Personen. Das heißt, vom Mangel der Frequenz braucht man eigentlich hier nicht reden. Denn alle, die den Zebrastreifen auf dieser Seite herübergehen, sehen genau in das Geschäft herein. Music X-Days sind mittlerweile über die Landesgrenzen hinweg eine geschätzte und kulturell wertvolle Plattform einer intensiven Musikszene geworden. Hunderte Musiker, Nachwuchstalente und Ausnahmekünstler sind in den vergangenen 3 Jahren im Kapfenberger Spielraum aufgetreten. Nun ist Schluss. Mit der Band Tre Alegrias fällt für die Musikkonzertreihe Music X-Days der letzte Vorhang. So steht Organisator Werner Ratzig ein vorerst letztes Mal auf der Spielraumbühne und verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von seinem Music X-Days Publikum. Ich weiß, wir machen ja nicht eine Veranstaltung, die die Masse anspricht, sondern eine Veranstaltung, die kulturbildend ist. Also wir haben uns immer bemüht, das höchste Niveau zu bringen auf einer ganz breiten Basis. Wir haben einige Veranstaltungen gehabt, natürlich mit etablierten Bands wie 5 Achtel in Erden, wo alles treten voll war. Ich finde es schade, dass es nicht mehr sein wird. Sehr, sehr schade, weil es, wie gesagt, diese Bühne wird der Jugend fehlen. Wir müssen ihn drankriegen. Der und ein Baby. Der bringt noch beide um. Solange das Kind nicht unterernährt, sondern so weit gesund ist, können wir es ihnen nicht wegnehmen. Ich habe ihn genommen. Ich habe ihr Kind genommen. Ihr gehört jetzt uns. Das perfekte Verbrechen. Ist er tot? Habt ihr ihn umgebracht? Sicher denkt nicht jemand wie ich, sollte keine Kinder haben, dass ich eine schlechte Mutter bin. Aber ich habe ihm nie wehgetan. Guten Abend. Schön, dass er da ist. Wir schaffen das schon. Es wird schon gut gehen. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Nichts. Mein Sohn ist entführt worden. Es gibt ja zu lügen. Sag mir jetzt, wo er ist. Mann, was soll das? Tut mir nicht so auf die Brille verpflichtet. Er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Wo ist er dann? Er ist nicht tot. Ich sehe dir doch an, dass was nicht stimmt. Geh einfach, okay? Lass mich nicht weiter! Wenn sie ihn mitnehmen, dann bringe ich mich um.
Leoben ist das Zentrum für Floorball. Diese Mannschaftssportart kommt aus der Familie der Stockballspiele und hat in den letzten Jahren viele Anhänger gefunden. Grund genug für unsere Julia Felser, sich diese Sportart einmal näher anzusehen und natürlich auch gleich selbst auszuprobieren. Gute Unterhaltung. Beim Eishockey das letzte Mal war der Boden schon ganz schön glatt unter den Füßen. Heute jedoch spiele ich Floorball und habe unter Anführungsstrichen einen festen Boden unter den Füßen. Und bei mir jetzt zu Gast die Caro und die wird mir heute zeigen, wie man richtig Floorball spielt. Hallo Caro, grüß dich. Hi Julia. Caro, du hast mir schon einen Schläger in die Hand gegeben. Wir haben uns vorher schon ein bisschen aufgewärmt. Worauf kommt es denn an beim Floorballspielen? Also eben ganz wichtig ist einmal eine Grundkondition, dass man hat. Also die Ausdauer ist wichtig und natürlich auch die Kraft in den Beinen, also die Sprintkraft. Was natürlich auch die zweite Ursache ist für ein gutes Spielen, ist die Technik mit dem Schläger. Und hier hast du einen Schläger, der was für dich geeignet ist. Okay. Der ist nach links gekrümmt, das heißt die Handhaltung ist bei dir korrekt. Okay. Also das heißt mit der rechten Hand quasi oben greifen. Mach das mal so. Ja. Okay. Genau, und mit der linken ganz tief greifen. Oh, okay. Tief möglich. Und was jetzt die Technik anbelangt, kann man da jetzt beidseitig auch schießen oder wie funktioniert das? Also bei Floorball sind beide Seiten erlaubt, die gekrümmte und die gebogene. Ganz wichtig ist, dass das zwei unterschiedliche Schussarten auslöst. Mit der gebogenen ist es wichtig, dass man ziehen kann. Das ist ein bestimmter Schuss, das gibt es verschiedene Schüsse. Und mit der Backhand, so nennt man die, die was nach außen gebogen, gewölbt ist, ist wieder ein anderer Schuss zum Anwenden. Und wenn man den Ball ein bisschen anschaut, der ist ja auch ganz speziell, oder? Also der Ball, der ist aus Hartplastik und ist hohl innen, also er ist leicht, hat eine hohe Flugkraft und ist aber sehr widerstandsfähig. Wie viele Spielerinnen spielen jetzt da bei euch dann am Feld? Also das kommt darauf an, auf die Liga. Es gibt eben die Bundesliga, das ist auf Großfeld, das, was wir ja heute sehen. Und es gibt die Kleinfeldliga. Ich habe mir gerade vorher gedacht, ich habe da ein bisschen zugeschaut und da geht es ja oft ganz schön hart zur Sache. Wie schaut es denn da aus mit Verletzungen und so? Ist das? So Schürfverletzungen hat man schneller mal, wenn man auf dem Boden fällt und rutscht, hat man gleich einmal Brandverletzungen. Aber jetzt, was ernsthaftere Schäden anbelangt, weniger. Also ganz normale Ausdauerschäden, sowas wie Bänderriss, Zerrung, das ist ganz normal, das kann schon mal vorkommen. Also muss ich mich heute nicht fürchten? Also wenn du dich nicht vor blauen Flecken fürchtest, dann nicht, nein. Nein, das tue ich nicht, nein, also bin hart im Nehmen, das sollte kein Problem sein. Dann hätte ich gesagt, legen wir los, oder? Sehr gut, legen wir los. So Caro, wir haben uns ja jetzt ein bisschen warm gespielt. Ich muss sagen, mir ist jetzt schon richtig, richtig warm, aber jetzt wird es doch ein bisschen ernst. Ja, jetzt wird es ernst, jetzt geht es ans Spielen. Okay, ich fürchte mich zwar schon ein bisschen, aber ich glaube, ich brauche keine Angst haben, oder? Du hast es bis jetzt schon sehr gut gemacht, Julia. Dankeschön, dann gehen wir es an, oder? Gehen wir es an. Aber ich muss sagen, ihr habt es mit ganz schön geschunden. Ja, hoffentlich. Aber ihr habt damit überhaupt nicht gerechnet, doch zwei Tore geschossen. Sehr gut, ich hätte es noch nicht gedacht, Julia, aber das ist sehr gut geschlagen das erste Mal. Dankeschön und liebe Zuschauer, ich schmeiß mich jetzt unter die Dusche. Bis zum nächsten Mal. Veranstaltungstipps und News heimischer und internationaler Bands stehen jetzt wieder in unserem Musikmagazin The Rock Block am Programm. Im Feature diesmal zu sehen und zu hören die scharfe Indie-Rockband Wasabi.
Augen und Ohren auf, es gibt wieder einiges zu sehen und wie es sich für unseren Rockblock gehört, natürlich auch zu hören. So gar nicht faul sind Parkbench Drive, das Studio wird momentan gerockt und ganz nebenbei wird auch noch ordentlich geblockt. Ebenso im Studio die Herrschaften von Rent. Apropos Rent, Zeit wäre es für ein Rockblock-Feature. Dann gibt's hoffentlich was zu hören. Apropos hören, bei Tante Gerti gibt's Nachwuchs, ob Männlein oder Weiblein, erfahrt ihr jetzt kompaktes zusammengefasst in unseren News. Die New Metaler von Rant sind gerade im Studio, um neues Material aufzunehmen. Bei Redaktionsschluss sind bereits alle Instrumente eingespielt. Wir sind schon gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht gibt's ja auch schon Hörproben bei der nächsten Show der Band am 2.7. im Lunatic bei der Knittelfelder Music Night. Dass Gitarrist und Sänger Georg Neureiter sehr umtriebig ist, wissen wir ja schon lange. Demnächst gibt's von ihm wieder ein neues Musikvideo zum Song Child. Dieses wird von der Produktionsfirma Frame Arts in ihrem eigens entwickelten Gorilla Music Video Style gedreht. Wir sind schon ganz neugierig. In der Zwischenzeit könnt ihr auf Georgs Website gehen und seine Musik anhören. Das zahlt sich auf alle Fälle aus. Die Stoner Rocker von Midriff aus Tirol haben ein neues Album. Damit nicht genug, gibt's auch noch ein neues Video. Only a Pawn vom Album Doubts and Fears gibt's auf YouTube. Neues gibt's auch von Tante Gerti, die hat nämlich Nachwuchs bekommen. Oder besser gesagt, Zuwachs, und zwar in Form eines Gitarristen. Blitzkrieg Bernd, sonst bei Acoustic Arrangement, wird in Zukunft die zweite Klampe würgen. Sehr fein. Die Herrschaften von Parkbench Drive sind auch nicht gerade faul. Neben den Aufnahmen zum neuen Album gibt's jetzt auch einen neuen Bandblog. Unter www.parkbenchdrive.com/blog findet ihr sämtliche Neuigkeiten der Band. Die Indie-Rocker von Mando Diao und deren Sänger Gustav Norren gehen ab jetzt getrennte Wege. Das haben die Schweden auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben. Norren will sich in Zukunft um andere Projekte kümmern. Gitarrist Björn Dixgaard versichert aber den Weiterbestand von Mando Diao. Die einen trennen sich, die anderen kommen wieder zusammen. NWA, die Rap-Crew schlechthin, soll im Sommer in L.A. ein Reunion-Konzert geben. Bestätigt sind Ice Cube, MC Ren und DJ Yella. Ob Dr. Dre dabei ist, ist noch fraglich. Im Sommer läuft ein Biopic über die Hip-Hop-Institution in den Kinos an. Bei entsprechendem Erfolg denkt man laut Ice Cube auch über eine Tour nach. Die Hardcore-Veteranen von Agnostic Front schreien ja gerne mal rum. Das zeigen sie jetzt auch in ihrem neuen Video Old New York. Dort fährt die Band in der U-Bahn rum und trauert den alten Zeiten nach. Das Video gibt's auf YouTube, das neue Album The American Dream Died im Netz und in allen gut sortierten Plattenläden. Das Rolling Stone Magazin hat die 59 schlechtesten Platten des ersten Halbjahres 2015 gekürt. Mit dabei sind unter anderem Nena, Kid Rock, die Donuts und Tokotronic. Die detaillierte Liste findet ihr unter rollingstone.de. Eine Riesenchance für alle Musiker da draußen gibt's auf der Website von Converse Rubber Tracks. Converse Rubber Tracks ist ein weltweit neues Konzept, das euch die Türen zu den 12 wichtigsten Tonstudios dieses Planeten eröffnet. Mit dabei Abbey Road, Sunset Sound, Duff Gong und das deutsche Hansa Tonstudio. Ihr könnt 10 Studiotage inklusive renommierter Techniker gewinnen. Was ihr tun müsst, auf der Homepage von Converse Rubber Tracks eine Bandbiografie oder ein Video abgeben und eure Top 3 Studios angeben. Am 24. Juli ist Einsendeschluss. Viel Glück! In Leoben freut man sich schon auf den Schulschluss, denn der wird in der Borupski-Halle ordentlich gefeiert. Richtig hot wird's im Hot in Mürzzuschlag. Aber nicht nur dort, coole Live-Musik gibt's auch im Sub, im Glanzgraben und im Club Vakuum. Zückt eure Kalender, meine Lieben! Beeinflusst durch verschiedene Künstler wie Blind Melon, Nine Inch Nails und Tom Waits erforscht das Deadman Orchestra die Möglichkeiten der handgemachten Musik. Wie das klingt, könnt ihr am 20. Juni im Glanzgraben herausfinden. Eine Woche später gibt's beim Fritz Pirate Folk Rock von My Wicked Wicked Ways. Beginn ist um 20 Uhr.
Der Styrian Band Support und der Verein Wackmusik präsentieren im Rahmen der Singer-Songwriter-Reihe Romantic String Nights im Club Vakuum in der Griesgasse in Graz am 2. Juli Julia Motz und Sarita. Ab 20 Uhr wird aufgegeigt. Im Rahmen ihrer Steel Wookie Tour kommen Jabberwookie am 4. Juli auch nach Afflens in Sublime. Mit im Gepäck haben sie die Ska- und Soul-Formation Eastern Standard Time aus den USA. Um 22 Uhr geht's los, Tickets gibt's ab 12 Euro. Im Hot Mürz Zuschlag wird am 10. Juli der Sommer eingeläutet. Unter dem Motto Hot Summer Day and Night gibt's live on stage den Looping Artist Fauzi und die Grazer Reggae Band Millions of Dreads. Die Party startet um 20 Uhr mit 5 Euro seid ihr mit dabei. Die Schule ist aus und das gehört gefeiert. Am besten am 11. Juli in der Borupski-Halle in Leoben. Beim School is Out Festival werden Knackwatschen, All Faces Down und viele mehr so richtig einheizen. Einlass ist um 17 Uhr, Karten gibt's um 15 Euro. Diesmal haben wir für euch ein richtig scharfes Feature. Ein Feature, bei dem Wasabi für die richtige Würze sorgt. Einfach ein Genuss, kulinarisch und musikalisch. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich für meinen Teil, ich liebe Wasabi. Vor allem Wasabi-Erdnüsse. Köstlich. Wahrscheinlich mitunter ein Grund, warum die Herren zu meiner Linken und Rechten im neuen Rockblock besonders sympathisch sind, denn, dreimal dürft ihr raten, die Band heißt Wasabi. Freut mich sehr, euch im Rockblock begrüßen zu dürfen. Alternative Rock aus Graz-Wien. Erzählt mal, seit wann, wer, mit wem, wie das Ganze entstanden ist. Okay, also uns gibt es seit 2008, seit 1. August ganz konkret als offizielle Band mit dem ersten Auftritt. Ganz ursprünglich waren wir zu dritt, der Peter zu deiner Rechten, ich und der Georg, der heute nicht dabei ist. Und haben mal halt zu dritt eben begonnen und dann mit der Zeit wollten wir unbedingt eben auch einen Schlagzeuger haben. Und jetzt sind wir mittlerweile zu fünft, also auch der Fabien auf der zweiten Gitarre und der Sepp Stattiger am Schlagzeug und eben der Georg, der heute nicht da ist, spielt Bass. Ich mache Gesang und der Peter spielt die Leadgitarre und in dem Setup sind wir jetzt seit wann? Seit November 2012, glaube ich, seit dem Release von New Zealand Bird. Woher kommt denn der Name Wasabi jetzt als Band? Besteht da eine Leidenschaft zu Wasabi-Erdnüssen? Das ist eigentlich komplett unspannend zum Erzählen. Wir wollten was Kurzes, Prägnantes, etwas, was es so noch nicht gibt, zumindest in Österreich. Und dann haben wir uns Wasabi genannt. Und ein halbes Jahr später hat es Wasabi-Nüsse überall gegeben. Koinzidenz. Du hast es angesprochen, seit 2012 in dieser Zusammenstellung. Mittlerweile ist ja schon wieder was Neues rausgekommen, wenn ich da richtig informiert bin, Ende 2014, gell? Genau. Mhm. Das heißt, drei EP, drei Alben gibt's. Genau, also man kann sagen, es war, also es gibt ein großes Album mit 12 Nummern, gell? 12 Nummern und zwei EPs und eben die neueste Platte ist eben die Subterranean Live Recordings, wo wir eben alle zusammen gemeinsam die Lieder eingespielt haben, also wir am Live-Konzert. Und mit dem sind wir jetzt am Start und das macht eigentlich ziemlich Laune. Das heißt, albumtechnisch wird sich jetzt einmal nichts tun, sondern ihr werdet jetzt vermehrt konzerttechnisch unterwegs sein. Ja, wir tun jetzt gerade, oder wir versuchen gerade die Lieder ein bisschen auf Unplugged umzuarrangieren, auch kleinere Sachen spielen zu können, auch mit zu dritt spielen zu können. Aber natürlich, jetzt geht es wieder darum, live zu spielen. Aber es kann durchaus auch sein, dass wir dann ein paar Unplugged-Nummern neu aufnehmen und vielleicht ein paar neue dazu. Erst letzte Woche, die Woche war das, ist uns ein neuer Song eingefallen, den wir jetzt so halb fertig haben. Also es passiert immer wieder was. Es geht rasend bei euch. Sieben Jahre gibt es euch ja jetzt dann doch schon. Das heißt, was waren so ein bisschen die Highlights? Blickt man ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Die Highlights waren sicher unsere Konzerte in Wien und in Klagenfurt, also wo wir aufgetreten sind, oder im Audimax in Kapfenberg, also wo wirklich viele Leute waren und es wirklich Spaß gemacht hat zum Spielen, wo die Laune richtig gut umgekommen ist. Was ist denn in heurigem Jahr speziell noch geplant? Soll man da jetzt irgendwas noch ankündigen? Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir für den Sommer und für den Herbst ein paar Live-Konzerte fixieren. Und finden wir alles immer dann auf www.testwasabi.com, die aktuellen Live-Konzerte.
Und ansonsten einfach schauen, dass wir in unserem Mode drinnen bleiben, immer wieder treffen, immer wieder spielen, Live-Konzerte suchen, neue Lieder schreiben und es einfach so eben die Energie aufrechterhalten und so die nächsten Jahre schauen, was so die Zeit bringt. Wie Wasabi schmeckt, wissen die meisten. Wie sich Wasabi anhört, ja, das erfahrt ihr jetzt. Was hören wir denn? Wie man es überlegt, dass wir vom Album New Zealand Bird den Song Replacement Boy spielen. Und ja, der kommt jetzt. Ich habe bei meinen Rockblock-Verabschiedungen schon gesungen, getanzt und keine Ahnung was noch alles. By the way, danke für eure schmeichelhaften Komplimente für meine grandiosen Hello Again. Und wer hat an der Uhr gedreht, Darbietungen? Heute muss ich euch leider enttäuschen. Wir halten die Verabschiedung ganz simpel. Tschüss, ciao, baba. Ja, mit diesen rockigen Klängen sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt, zumindest für diese Woche. Mehr von HIBE TV, mehr Aktuelles und Interessantes aus Ihrer Region sehen Sie schon wieder ab dem 25. Juni. Ich hoffe natürlich, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind und einschalten. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme, hoffentlich sommerlich sonnige Woche und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Baba!